In dieser Geschichte geht es um zwei junge Frauen, welche bereits mittels der Methode des Gläserrückens Kontakt zur feinstofflichen Welt aufgenommen haben. Unter Gläserrücken, auch Gläseln, versteht man eine Methode, mit der versucht wird, mittels eines umgedrehten Trinkglases und eines Buchstabenkreises Kontakt zu den Seelen der Verstorbenen aufzunehmen, im Grunde wie bei der Methode mit einem Ouija Board. Bei einer vergangenen Kontaktaufnahme wurden unsere zwei Protagonistinnen von den kontaktierten Seelen gewarnt, einen für junge Leute beliebten Weiher im Monat Mai aufzusuchen. Da der See zu dieser Zeit aber der Treffpunkt der Jugendlichen war, ignorierten die Mädels eines Abends das von den Verstorbenen ausgesprochene Verbot und machten sich auf zum Weiher. Doch dies sollte nicht ohne Folgen bleiben. Es war eine finstere Mainacht, in der die zwei Freundinnen, wir nennen sie nun Sophia und Julia, beschlossen, ihre Freunde zu besuchen, welche ein Camp an einem beliebten Weiher aufgeschlagen haben, um dort zu übernachten. Doch nicht allein, dass der Weg dorthin ausschließlich durch baumreichen, unbeleuchteten Wald führte, machte die Wanderung zum Weiher bedrohlich, sondern auch die Tatsache, dass es eine von der Geisterwelt verbotene Sache war. Seit einigen beliebten Kinofilmen ist es bei einigen Menschen zur Beliebtheit geworden, Kontakt zu verstorbenen Seelen aufzunehmen. So auch die zwei Freundinnen, welche nahezu täglich mittels der Methode des Gläserrückens Kontakt zu verstorbenen Verwandten aufnahmen. Eines Abends allerdings verbot ihnen die jenseitige Welt, den Weiher im Monat Mai aufzusuchen. Als die zwei Mädels ihren Freunden von dem Verbot erzählten, lachten diese nur und verbrachten nun erst recht jede freie Minute an dem Gewässer. Sophia und Julia ließen sich aber nicht beirren und hielten, ja zunächst, entschieden an das Verbot fest. Das herrliche Wetter draußen und die Tatsache, dass all ihre Freunde sich am Weiher aufhielten, machten den Mai allerdings zu einem nicht enden wollenden Monat. Als dann der Mai schon fast überstanden war, waren die Freunde schon, ja, etwas sauer auf Sophia und Julia, was die Laune der Freundinnen ziemlich in den Keller trieb. Die Situation wurde für die zwei so unerträglich, dass Sophia zu Julia sagte: Komm, wir überraschen die Jungs heute einfach mal. Wir gehen nur ganz kurz hin. Was soll denn schon passieren? Entsetzt antwortete Julia: Sag mal, spinnst du? Wir haben es doch bald geschafft. Doch Sophia ließ nicht locker. Ach komm schon, dann werden wir wenigstens nicht mehr von den Jungs gehänselt. Julia begann zu grinsen und sagte: Naja, so ganz normal verhalten wir uns ja nun wirklich nicht. Die zwei Freundinnen begannen herzhaft zu lachen und beschlossen, aufgrund ihrer Beschützer aus dem Jenseits den Abend bei ihren Freunden am Weiher zu verbringen. Es war genau 0 Uhr, als die beiden zum Friedhof gingen, wo Julia das Grab ihres Bruders und Sophia das Grab ihrer Oma aufsuchten, wo sie die Verstorbenen baten, sie zu warnen, wenn Gefahr droht. Anschließend holten sie noch Julias Schäferhundwelpen namens Rex bei ihr zu Hause ab. Nun waren sie gewappnet und machten sich auf den Weg zum Weiher. Zunächst verlief alles sehr friedlich und die Freundinnen freuten sich schon auf ihre Kumpels, doch plötzlich, in einer dunklen Gasse,
sprang ein riesengroß erscheinender Jagdhund aus den Büschen und fiel über den kleinen Rex her. Wie erstarrt blieben die beiden stehen, und da Julia sich nicht mehr anders zu helfen wusste, schrie sie einfach drauf los. Ihre Stimme klang so schrill und schrecklich, dass der Jagdhund von Rex abließ und genauso verschwand, wie er aufgetaucht war, nämlich ins Nichts. Sophia und Julia untersuchten den kleinen Rex sofort und stellten unter Erstaunen fest, dass dieser keinen einzigen Kratzer abbekommen hatte. Julia sagte sofort: Das war eine Warnung. Lass uns sofort umkehren. Ach, so ein Quatsch. Komm, lass uns weitergehen. Sophia übernahm nun das Zepter und lief durch die immer dichter werdenden Sträucher und Hecken voran, während Julia nur zögernd folgte. Nachdem die Freundinnen die Sträucher und Hecken hinter sich ließen, führte der Weg weiter auf einer gut beleuchteten Straße. Während des Gehens fragte Sophia die etwas hinterherhängende und zögernde Julia, was denn los sei, doch diese blieb stumm. Nun war der Waldeingang, der zum Weiher führte, schon in Sicht, als die Mädels plötzlich ein dumpfes Hämmern hörten, welches mit jedem Schritt in Richtung Waldeingang bedeutend lauter wurde. Eher spaßig, fragte Sophia. Komisch, wer hämmert denn hier mitten in der Nacht? Julia schien nun völlig von der Angst getrieben und nahm Rex wie in Zeitlupe auf den Arm und sagte stotternd: Das ist wie in... und rannte auf einmal wie von der Tarantel gestochen zurück in Richtung Heimat. Völlig aufgeschreckt jagte Sophia ihr hinterher, doch Julia rannte nicht den üblichen Weg und lief komischerweise einen riesigen Umweg. Ächzend aber, von der Angst getrieben, rasten die beiden über eine halbe Stunde in einem wahnsinnigen Tempo bis zu Julias Elternhaus. Dort angekommen, steuerte Julia sofort auf den Wohnzimmerschrank zu, holte ein Glas und die Buchstaben heraus, verteilte alles heftig auf dem Tisch und sagte auffordernd zu Sophia: Setz dich und mach mit! Diese antwortete: Oh, wie schön! Du kannst ja wieder reden. Vielleicht sagst du mir jetzt mal, was du eben nicht zu Ende gebracht hast. Was denn? Na, bevor du wie eine Verrückte losgerannt bist, hast du gesagt, dass es wie in... Fog. Sophia schaute sie fragend an und sagte: Was? Fog? Ja, der Film, den wir vorige Woche gesehen haben. Fog, der Nebel des Grauens. Dieses Hämmern. Sag mal, erinnerst du dich nicht? Das war doch wie im Film. Sophia konnte sich wirklich nicht mehr daran erinnern. Viel Zeit zum Nachdenken bekam sie allerdings nicht, denn Julia sagte sofort ziemlich hektisch: Ist auch egal jetzt, leg deine Finger endlich auf das Glas. Immer noch ziemlich außer Atem, aber mittlerweile zur Ruhe gekommen, tat sie, was Julia von ihr verlangte. Beide waren sehr still und die Stimmung war ziemlich unheimlich. Nur wenige Minuten später bewegte sich dann das Glas und Julias Bruder gab sich zu erkennen. Sophia kam Julia zuvor und fragte sofort, warum seine Schwester einen so großen Umweg gelaufen ist. Diese Frage konnte Julia nämlich selbst nicht beantworten. Nun fuhr das Glas über die Buchstaben und buchstabierte das Wort Unfall. Mit dieser Antwort konnten die beiden Freundinnen nicht wirklich viel anfangen, weshalb sie weiter nachfragten, aber keine Antwort erhielten. Nun fragte Julia ihren Bruder: Was wäre denn passiert, wenn wir weiter zum Weiher gegangen wären? Das Glas begann wieder über die Buchstaben zu fahren und es ergab sich die Antwort des Bruders: Ihr wärt sonst tot. Entsetzt schauten sich die Frauen an und ihnen wurde mit einem Schlag heiß und kalt. Sophias Herz raste und ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie hatte nun mehr erfahren, als sie wollte, doch Julia stellte noch eine weitere Frage. Was war dieses Hämmern? Die Antwort kam prompt: Ich habe euren Mörder gesehen. Vor Schreck zog Sophia ihre Finger so abrupt vom Glas, dass es umstürzte. Tausende Gedanken schossen ihr durch den Kopf, vor allem aber die Tatsache,
dass an dem Weiher schon einmal ein totes Mädchen gefunden wurde. Sie fragte sich, warum sie nicht vorher daran gedacht hat und warum die beiden nicht einfach auf die Geister und deren Verbot hören konnten. Nach dieser Nacht nahmen sich Sophia und Julia jedes Wort der Seelen zu Herzen und stellten nie wieder leichtsinnige Dinge an.